Montagmorgen 3.58 Uhr. Blendgranaten explodieren, Fensterscheiben klirren. Mit lautem Geschrei stürmen schwer bewaffnete Polizisten ein Wohnhaus in Rostock-Alt-Bartelsdorf. Es wimmelt von maskierten und schwer bewaffneten Beamten, dazwischen Zivilbeamte des Bundeskriminalamtes. Spürhunde werden über das Grundstück und durch das Haus geführt. Die Beamten durchsuchen das Gebäude sowie Grundstück und Auto. Der Hausbesitzer und seine Familie werden verhört. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen zwei namentlich bekannte Beschuldigte wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Deshalb wurden am Montagmorgen an mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern die Wohnungen sowie Arbeits- und Geschäftsräume der beiden Beschuldigten und weiterer nicht tatverdächtiger Dritter durchsucht. Betroffen waren Objekte in Zittow, Grabow, Banskow und eben Rostock-Alt-Bartelsdorf hier zu sehen. Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen haben sich die beiden Beschuldigten mit weiteren Personen in verschiedenen Chatgruppen ausgetauscht. Im Vordergrund soll dabei die politische Entwicklung der BRD, im Speziellen die Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik, gestanden haben. Als deren Folge sollen die Beschuldigten eine Verarmung der privaten und öffentlichen Haushalte sowie eine Zunahme von Anschlägen und sonstigen Straftaten bis hin zum Zusammenbruch der staatlichen Ordnung befürchtet haben. Für diesen Fall beabsichtigten sie, Vorsorge zu treffen. Dazu sollen sie sich mit Lebensmitteln sowie Munition für ihre bereits legal beschafften Waffen eingedeckt haben. Darüber hinaus sollen die Beschuldigten den von ihnen befürchteten Krisenfall als Chance gesehen haben, Vertreter des politisch linken Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten. Zu dieser Personengruppe sollen die Beschuldigten eine Liste mit Namen und weiteren Personalien angelegt haben. Nach internen Informationen wohnt in dem Haus in Alt-Bartelsdorf ein Rostocker Rechtsanwalt und Bürgerschaftsabgeordneter. Der 45-Jährige ist Mitglied und stellvertretender Fraktionsvorsitzender des Rostocker Wählerbündnisses Unabhängige Bürger für Rostock, UFR, dem auch Oberbürgermeister Roland Metling angehört.